Ist deine Kreativität blockiert, gestört, nicht so im Flow, wie du es gerne hättest? So könnte es daran liegen, dass du in deinem Leben mehr Nein, das geht nicht gehört hast, als Yes, go for it. Probier es aus und schau, wo du hinkommst damit. Also, wenn das du bist, dann bleib mal dran bei dem Video, ne? So, ich möchte all diese gebrochenen Kreateure einladen, zusammenzukommen und wirklich diese Kanäle für die Kreation all der Dinge, die durch dich in die Welt möchten, wieder zu öffnen. So, ich glaube, wir haben alle das gehört. Du bist zu viel, du bist zu laut, du bist zu leise, du bist zu komisch, du bist zu das, du bist zu das, du bist zu das. Und wenn es die Leute, die nicht gesagt haben, dann haben sie es energetisch dir übermittelt oder dich ausgeschlossen, wenn du einfach anders warst. Und ich meine, das ist wieder ein ganz anderes Fass, das wir aufmachen können. Na, auch da ist dir nichts widerfahren, wir kreieren alles selber. Aber oftmals sehen wir das nicht so. So, wenn du jemand bist, der merkt, ich würde gern Vollgas loslegen, aber ich weiß nicht genau wie. Na, entweder fehlen dir Skills oder es fehlt dir Motivation oder es fehlen dir Tools oder es fehlt dir einfach jemand, der ab und zu mal sagt, hey, let's do it. Na, so jemand, der dir Fragen stellt. Und die Tools von Access Consciousness und mich kennen, wissen, Fragen stellen ist eines meiner Lieblingsdinge. Und was ich weiß, mit der Bereitschaft, Fragen zu stellen, bewegst du Energie. Und nicht nur für dich. Dinge bewegen sich. Und dazu möchte ich dich einladen, dass sich dein Leben bewegt, dass sich deine Kreationen bewegen, dass du viel mehr haben kannst, als du denkst. So, und wie oft versuchen wir mit unseren Kreationen den Träumen der anderen nachzuhecheln? Ne? So, wie viele Coaches da draußen gibt es, die dir sagen, du musst es genau so machen. Und du merkst, ja, wenn ich es genau so mache wie du, macht mir das keinen Spaß, weil ich selber ein kreativer Wilder bin. Ich muss meinen eigenen Weg finden. Und das ist nicht mal ein Muss, das ist ein inneres Bedürfnis. Wir sind alle so unterschiedlich und wir alle kreieren anders. Und das ist genial. So, aber was, wenn es da eine Gruppe an Menschen geben kann, die sagt, yes, you go, ne, die ihre Brillanz auch mit in dein Business legt? Ne? Ihr habt es vielleicht schon gehört, jedes erfolgreiche Business erfordert drei Energien. Die Connector, Mover und Creator. So, was, wenn du dann in eine Gruppe kommst mit den kreativen Wilden, wo das gefördert ist, ne? Wo andere ihre Energie dem beitragen können. Ne? Jeder hat seine Expertise woanders. Und wir denken, wir müssen es alleine machen. Nein, musst du nicht. Du musst dich nur zeigen und bereit sein, von allen zu empfangen. Und ich weiß, das klingt ja easy. Ist aber gar nicht so einfach zu sagen, hey, wer kann mir hier ein Beitrag sein? Wer weiß hier was? Ne? Sich verletzlich zu machen in, ich weiß, ich sollte es können, ich kann es nicht. Kann mir jemand zeigen, wie es geht? Ne? So, das ist Stärke. Und wenn du bereit bist, dich einzubringen und anderen zu sagen, hey, da hätte ich gerne Informationen, da hätte ich gerne Energie, dann können andere dir das schenken. So, wenn du beschlossen hast, ich muss alles mit mir alleine ausmachen, schau mal, ob das Universum dir dann beitragen kann. Und ich sag euch, ich bin da auch am Lernen, andere reinzulassen und nicht zu beweisen, hey, ich kann alles allein, ich kann viel allein, wirklich. Und dennoch merke ich, in Gruppen macht es mir mehr Spaß, wer sich mehr bewegt. Und wenn ich Impulse geben kann, dass sich eine Person, ne, dynamische Veränderung hat, dieser Impuls ist vielleicht nicht nur für diese eine Person, sondern könnte für 20 genial sein, für 50, für 100. So, deswegen liebe ich es, mit Gruppen zu arbeiten, ne, weil es immer mehr als nur eine Person Veränderung empfangen kann. So, also wenn das für dich spannend klingt, nur sagst, boah, das wünsche ich mir, dass man einfach, ne, in der Gruppe ist, wo Leute mit dir präsent sind und empfangen, was du in die Welt bringen möchtest, auch wenn es nicht ums Verstehen geht, weil vieles, was du in die Welt bringen möchtest, ist so unique du, das können andere nicht verstehen, aber wir können sie empfangen. Und ihr habt das schon gehört, ne? Contribution, dieses Beitrag, das ist Schenken und Empfangen. Schenken und Empfangen. Und meine Ansicht ist, viele der Dinge kommen nicht in die Welt, weil du so sehr zensierst. Ne? Weil dein Kopf dir alles Mögliche präsentiert, was in der Vergangenheit passiert ist, wie andere auf dich reagiert haben, auf deine Ideen reagiert haben. Deswegen bleiben die mal schön unter Verschluss. Ich challenge dich. Ich möchte, dass du die rausholst und beginnst, über dich hinauszuwachsen mit den Dingen, die für dich wahr sind. Du merkst, oh, yes, das, oh, yes, das. Auch wenn du noch nicht mal genau benennen kannst am Anfang, was es ist, aber du weißt, oh, da ist mehr, das hätte ich gern. Mehr davon, mehr davon, mehr davon, mehr davon. Und ihr wisst ja, ask and receive. Frage und du wirst empfangen. Aber fragst du. Und dann, wenn es auftaucht, wie diese Kreation zum Beispiel, empfängst du es dann oder bekämpfst du es lieber? That's just a choice.